Falls auch du vielleicht passiv Geld verdienen möchtest, indem du KI-Modelle auf der Solana-Blockchain trainierst, dann bist du hier genau richtig. Denn heute sprechen wir über ein Projekt, das sich genau damit befasst. In diesem Sinne sage ich herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über das Projekt Grass. Denn Grass hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erfahren und besprechen jetzt, ob sich noch ein Einstieg in das Projekt hier nach diesem Dip lohnen könnte. Aber bedenk, alles hier auf diesem Kanal ist keine finanzielle Beratung, einzig und allein meine eigene Meinung. Übrigens, falls du mehr von unseren Trades von Julian und mir sehen willst, schau gern beim Patreon-Link in der Beschreibung vorbei. Aber ich würde sagen, lasst uns schon keine Zeit mehr verlieren und in Grass etwas genauer eintauchen. Hier siehst du die Chart, hier siehst du die Market Cap von 375 Millionen. Volumenverhältnis ist der Hammer, nämlich 1 zu 1 mit der Market Cap. Also hier zeigt uns das gleich mal, wir haben großes Handelsinteresse, aber hier unten sehen wir auch gleich mal, aha, 75% Inflation kommen noch auf uns zu. In einem Bullmarkt ist teilweise so eine Inflation gar kein Problem, aber in einem Bärenmarkt wirkt diese Inflation gleich mal doppelt negativ. Das heißt, hier ist doppelt entscheidend, dass der Bitcoin-Preis nach oben geht. Geht der Bitcoin-Preis nach oben, werden wir weiter in Grass bleiben, wird er weiter korrigieren, werden wir aufs Grass auf jeden Fall aussteigen, egal wie gut die Idee ist. Okay? Teilweise ist die Idee nicht so wichtig. Das habt ihr bei Memecoins bestimmt eh schon mitbekommen. Aber erklären wir mal die Idee weiter, warum das Ganze auf lange Sicht eine geile Idee sein könnte. Besonders gut an dem Projekt gefällt mir, dass du zum einen natürlich mal passiv Geld verdienen kannst. Du verwendest deine Internetbandbreite, sponserst sie diesem Projekt unter Anführungszeichen und damit mit dieser Bandbreite, mit dem Internet, wird das Internet gescraped. Bedeutet im Prinzip, dass für dieses Projekt Daten aus dem Internet gesammelt werden, die geordnet werden anhand verschiedenster Mechanismen und Algorithmen, okay, die hier im White Paper genau erklärt sind und dann kannst du eben passiv Geld verdienen. Das ist dann quasi diese Inflation hier und diese Token, die du dann damit verdienst, kannst du oder wirst du einfach in US-Dollar dann abverkaufen. Bedeutet aber auch konstanten Verkaufsdruck von allen, die Staking hier betreiben. Okay? Was ist sonst noch etwas unsicher? Hier steht ja theoretisch 75% Inflation haben wir noch, heißt aber, dass das Ding irgendwann an Inflation aufhören muss. Das heißt, du kannst irgendwann theoretisch kein Geld mehr mit dem Projekt verdienen. Wie sie sich das vorstellen, ist jetzt mal die Frage, oder ob sie einfach das White Paper irgendwann verändern. Ein White Paper, falls du noch nicht wusstest, ist nur ein Plan, eine Art offizielle Roadmap für ein Projekt. Ein White Paper kann jederzeit geändert werden, also verlass dich nicht zu sehr drauf. Und hier auch genau der Fall. Man weiß noch nicht, was irgendwann mit dem Projekt passiert, aber das ist auf jeden Fall mal grundsätzlich die Idee. Also du gibst ihnen dein Handy, das scrapt die Internetdaten, dadurch verdienst du die Tokens, die kannst du abverkaufen und damit Geld verdienen. Du kannst aber auch Geld verdienen mit dieser super einfachen Idee, indem du einen Raffling verwendest. Bedeutet, dass du eine Einladung an einen Freund schickst und der dann auch passiv mitverdienen kann. So verdienst du etwas mehr und die Idee verbreitet sich. Und das macht das Ganze super geil und super einfach zu verstehen tatsächlich, weil künstliche Intelligenz trainieren, während man passiv Geld verdient in einem super günstigen Ökosystem, klingt einfach fabelhaft, finde ich. Und deswegen, wenn der AI-Boom zurückkommen sollte, dann wird auch Grass auf jeden Fall pumpen. Klar, es ist nicht ChatGPT, es ist nur ein Tool, das vielleicht von OpenAI, wenn überhaupt, verwendet wird, aber es ist einfach leicht zu verstehen und das ist das Wichtigste dran. Also das ist im Prinzip, ob es funktioniert und wirklich verwendet wird oder nicht, der AI Solana Meme Coin Nummer 1 vermutlich. Einfach wegen dieser passiven Komponente, die jeder da draußen verwenden möchte. Also, ich finde die Idee wirklich super geil. Wir haben hier auch noch ganz interessante Partnerschaften. Natürlich Solana Ökosystem Partnerschaft, die ist sehr eng. Sonst haben wir noch Node Operator Network, Polychain Capital und Tribe Capital und Hex Trust. Also die Partnerschaften sind, muss man einfach so sagen, okay, nicht besonders, aber die Preisentwicklung und das Handelsinteresse ist der Wahnsinn. Also die Leute wollen das Ding in ihrem Portfolio haben. Wichtig ist nur, dass der Bitcoin-Preis hier weiter nach oben geht. Also ja, hier kleiner Disclaimer, ich bin in dem Projekt investiert und ich gedenke noch etwas zu halten, wenn Bitcoin nach oben geht. Sonst werde ich das Ding auch auf jeden Fall aus meinem Portfolio entfernen, wegen dem harten Inflationsdruck. Und damit wäre es auch schon mit der extremen Express-Vorstellung von Grass. Wie du sehen kannst, die Idee ist super einfach, passiv Geld verdienen im Solana-Ökosystem mit dem Grass-Token, in dem du AI-Modelle trainierst. Dein überschüssiges Internet kannst du damit hier quasi spenden. Ja, ob du das tun willst oder nicht, bleibt natürlich dir überlassen, aber die Idee war einfach so geil, dass ich sie dir mal vorstellen möchte. Vor allem auch du möchtest vielleicht etwas passiv Geld verdienen in einem boomenden, noch wachsenden Projekt. Mal schauen, ob das Ding irgendwann auf Null gehen sollte wegen der Inflation. Ich persönlich glaube es jetzt aber mal nicht. Deswegen sage ich jetzt mal hier nach der Vorstellung danke, vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Schreib deine Meinung zu dem Projekt gerne in die Kommentare und peace out, bis zum nächsten Mal. Heute am Abend übrigens Makromontag Livestream um 19 Uhr mit Jule wieder, also schaltet euch gerne wieder ein. Peace.